Der Short Story Pullover beginnt mit einem provisorischen Maschenanschlag. Dafür benötigen wir die Hauptfarbe, einen Wollrest, beziehungsweise man kann auch hier die Kontrastfarbe dafür verwenden, eine Nadel, die Hauptnadelstärke, und zwar verwende ich hier die Nadel eines Nadelspiels, aber ihr solltet dafür die Rundstricknadel verwenden, die ihr für den Pullover verwenden wollt. Und dann brauchen wir auch noch eine Häkelnadel, die so in etwa die gleiche Größe hat wie die Hauptnadelstärke. Für den Anschlag selbst brauche ich die Hauptfarbe jetzt erstmal noch nicht. Und zwar nehme ich hier meine Kontrastfarbe als meinen kleinen Wollrest und mache erstmal einen Knoten und lege dann die Schlaufe auf meine Häkelnadel. Die Häkelnadel halte ich wie immer in meiner rechten Hand und den Arbeitsfaden und die Stricknadel in meiner linken Hand. Und zwar halte ich die so, dass der Arbeitsfaden von der Häkelnadel zu meinem Finger verläuft und darüber halte ich dann die Stricknadel. Und dann häkle ich eine Masche über die Nadel drüber. Und zwar hole ich den Faden über die Nadel und ziehe den durch die Schlaufe auf meiner Häkelnadel durch. Und danach bringe ich den Arbeitsfaden wieder unter die Nadel zur anderen Seite. Das heißt, mit meiner linken Hand gehe ich unter die Nadel durch und bringe den Faden wieder auf die andere Seite, damit ich wieder eine Schlaufe über die Nadel drüber ziehen kann. Und so werden die Maschen auf die Stricknadel aufgehäkelt. Dieser provisorische Anschlag, den habe ich deshalb gewählt, weil sich der so leicht auftrennen lässt und man dann ganz leicht in die andere Richtung weiterstrecken kann, ohne dass das auffällt, dass da irgendwas dazwischen war. Das sieht dann wirklich komplett gerade und gleichmäßig aus. Man sieht da keinen Unterschied. Und er ist auch meiner Meinung nach schnell gemacht. Und wie gesagt, das Beste ist, dass er sich leicht auftrennen lässt. Man häkelt hier also diese Maschen immer weiter auf, bis man die richtige Anzahl hat, die im Strickmuster steht. Die Maschenanzahl hier in diesem seitwärts gestrickten Pullover, die kommt von der Länge des Pullovers. Das heißt, je nachdem wie lange ihr den Pullover haben wollt, strickt ihr mehr oder weniger, häkelt ihr mehr oder weniger Maschen auf. Für meinen kleinen Pullover, den ich hier für das Tutorial mache, habe ich hier genug Maschen aufgehäkelt. Und aber am Ende hier werde ich, ohne dass die Stricknadel dazwischen liegt, noch ein paar extra Maschen häkeln. Also einfach Luftmaschen häkeln. Und zwar wird diese kleine Luftmaschenkette, die ich hier am Ende mache, dieses kleine Stückchen hier reicht schon, das wird dann anzeigen, dass man auf dieser Seite mit dem Auftrennen des provisorischen Anschlags beginnen muss. Das ist also diese kleine Luftmaschenkette, ist einmal ein kleiner Hinweis, damit ich leichter sehen kann, wo ich zum Auftrennen beginnen muss. Danach schneide ich jetzt den Arbeitsfaden ab und ziehe das Fadenende einfach mit der Häkelnadel raus. Und dann trennt sich hier auch nichts auf. Für meinen kleinen Probepullover habe ich genug Maschen hier auf meiner Nadel aufgehäkelt. Das Fadenende hier mit der Luftmaschenkette ist das, bei dem ich später auftrennen werde. Und jetzt werde ich erstmal alle Maschen rechts abstricken mit meiner Hauptfarbe. Also einmal rechts über alle Maschen drüber stricken. Danach arbeiten wir dieses Setup für den gefalteten Saum. Und zwar habe ich zuerst meine Hauptfarbe wieder abgeschnitten. Das klingt jetzt erstmal so, als würde man das nicht machen wollen, weil wir gleich mit der gleichen Farbe weiterarbeiten. Aber die wird später an einer anderen Stelle angesetzt. Deshalb wird die jetzt erstmal abgeschnitten und dann nochmal später angesetzt. Diese gefalteten Saum, das Setup dafür besteht auf der Rückseite. Das heißt, ich drehe erstmal um und dann falte ich die letzten 6 Maschen der Reihe nach vorne zur Innenseite, Rückseite hin und dann werden die später in einer anderen Reihenfolge abgestrickt.
Dafür brauche ich jetzt erstmal eine dritte Nadel. Ich verwende hier die Nadel eines Nadelspiels. Die sollte so in etwa die gleiche Größe haben wie eure Hauptnadelstärke, aber kann auch ein bisschen kleiner sein. Und auf die hebe ich jetzt zuerst die ersten 6 Maschen der Reihe. Und danach bringe ich die Nadel nach vorne, sodass beide Nadeln in meiner linken Hand sind und die Spitzen zur gleichen Seite hin zeigen. Und dann sind die Rückseiten, zeigen jetzt zueinander, und die Hinreihen, die rechten Maschen, zeigen jetzt nach außen von beiden Seiten. Diese 6 Maschen auf der einen Nadel und die 6 Maschen auf der anderen Nadel ergeben meinen gefalteten Doppelstricksaum. Jetzt setze ich die Hauptfarbe wieder neu an. Und zwar habe ich jetzt die zwei Nadeln in der linken Hand und meine Hauptnadel, die Nadelspitze der Rundstricknadel, in der rechten Hand. Und dann hebe ich zuerst mal eine Masche der hinteren Nadel rechts ab. Also die vordere Nadel und die hintere Nadel. Die vordere Nadel ist diese Nadel des Nadelspiels. Also ich hebe die wie zum Linkstricken ab. Und danach stricke ich die erste Masche der vorderen Nadel rechts ab. Und das wiederhole ich jetzt. Eine Masche links abheben. Und Achtung, da muss der Arbeitsfaden muss vor der Masche verlaufen, also mit dem Faden vor der Arbeit. Und danach wird eine Masche der vorderen Nadel rechts abgestrickt. Dann wieder eine links abheben der hinteren Nadel mit dem Faden vor Arbeit und eine von der vorderen Nadel rechts abstricken. Und so arbeite ich jetzt, eine abheben, eine abstricken, bis ich keine Masche mehr auf meiner vorderen Nadel übrig habe. Und dann sollten 12 Maschen auf meiner rechten Nadel sein. Und ich kann diese dritte Nadel, die zusätzliche, kann ich jetzt weglegen. Genau, und dann sind meine 12 Maschen, die diesen doppelten gefalteten Saum ausmachen, hier auf meiner rechten Nadel drauf. Und ich kann jetzt einen Maschenmarkierer setzen, der den Übergang zwischen diesem Saum und dem Hauptteil des Pullovers markiert. Danach arbeite ich mit linken Maschen bis zu den letzten 12 Maschen der Reihe, wo ich das Gleiche nochmal wiederhole für den gefalteten Saum auf der anderen Seite meines Pullovers. Genau, also ich habe jetzt die letzten 12 Maschen der Reihe erreicht. Und zwar werden die Maschen jetzt erstmal, ich markiere erstmal die den Übergang vom Hauptteil zum Saum und dann hebe ich die Maschen alle zusammen auf die rechte Nadel, ohne sie abzustricken. Und zwar müssen wir die zuerst in eine andere Konfiguration bringen, damit wir die auch wieder so falten können wie am Beginn der Reihe. Und zwar hebe ich dafür, brauche ich wieder meine dritte Nadel des Nadelspiels und auf diese dritte Nadel hebe ich dann wieder die letzten 6 Maschen der Reihe drauf. Und die nächsten 6 Maschen, also die restlichen Maschen bis zum Maschenmarkierer, hebe ich wieder zurück auf meine linke Nadel, die von meiner Rundstricknadel, die zweite Spitze. Maschenmarkierer dürfen wir hier nicht verlieren, deshalb schieben wir die Maschen so ein bisschen runter auf die Nadel. Und dann haben wir hier 6 Maschen auf jeder Nadel, auf beiden linken Nadeln. Und dann muss ich wieder die Nadel des Nadelspiels drehen, damit wieder die linken Seiten zueinander zeigen. Also die Rückreihen sollten wieder zueinander zeigen. Und dafür drehe ich die Masche des Nadelspiels in diese Richtung. Und dann muss ich natürlich noch die Nadel durchschieben, damit die Spitze auch in die richtige Richtung zeigt.
und wir hier weiterarbeiten können. Genau, ich halte dann wieder die zwei Nadeln parallel zueinander in meiner linken Hand und werde dann wieder wie am Beginn der Reihe eine abheben und eine abstrecken. Und ich beginne hier wieder mit einer abgehobenen Masche von der hinteren Nadel, wieder mit dem Faden vor der Arbeit abheben und dann eine Masche rechts von der vorderen Nadel abstrecken. Wieder eine Masche von der hinteren Nadel links mit Faden vor der Arbeit abheben und eine von der vorderen Nadel rechts abstricken. Und so machen wir wieder weiter, bis alle Maschen gearbeitet worden sind bzw. abgehoben worden sind und keine mehr auf den linken Nadeln übrig sind. Eine letzte Mal noch. Ein Abheben links mit Faden vor der Arbeit und eine rechts abstricken. Und jetzt brauche ich meine dritte Nadel natürlich nicht mehr. Und jetzt kann ich weiterarbeiten in dieser neuen Konfiguration, in dieser neuen Reihenfolge der Maschen für diesen Doppelstricksaum am Beginn und am Ende. Ich ziehe ein bisschen am Faden, nur damit mir diese letzte Masche sich nicht auftrennt. Und dann seht ihr hier schon diesen Doppelstricksaum am Beginn und am Ende und dazwischen sind die Maschen, die in glatt rechts gestrickt werden für den Hauptteil des Pullovers. Und so werde ich auch jetzt weiterarbeiten mit diesem Doppelstricksaum am Beginn, am Ende und glatt rechts dazwischen. Diese Maschen am Beginn und am Ende für diesen Doppelstricksaum, die werden ja nicht in jeder Reihe abgestrickt. Das sind so ein bisschen wie Hebemaschen und zwar muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu fest werden. Das heißt, ich muss hier aufpassen, dass die Maschenprobe quasi von diesen Hebemaschen des Doppelstricksaums zusammenpasst mit den rechten Maschen meines Hauptteils. Und dafür muss ich die hier etwas lockerer stricken als die Maschen des Hauptteils hier drüben. Und ich zeige euch, wie ich das mache. Die erste Masche wird immer links mit Faden vor der Arbeit abgehoben und die nächste wird dann gleich wieder abgestrickt und zwar stricke ich die rechts ab und ihr seht, der Faden ist etwas lockerer und zusätzlich ziehe ich mit meinem Daumen die Masche auf der rechten Nadel so ein bisschen weiter nach rechts und das bringt so ein kleines Stückchen extra Faden in diese Masche rein und dann wird die ein kleines bisschen lockerer, als die sonst werden würde. Und dadurch wird dieser Doppelstricksaum etwas lockerer und der zieht dann trotzdem immer noch den Pullover am Saum so ein bisschen zusammen, aber wird natürlich dann nicht zu fest und man kann den auch beim Blocken dann nochmal ganz ausstrecken, damit es sich nicht zu viel zusammenzieht. Aber durch dieses kleine Ziehen nach rechts kriegt man da die Maschen etwas lockerer und dann passt das ganz wunderbar zusammen mit den rechten Maschen des Hauptteils. Also die hier sollten etwas lockerer sein und danach stricke ich weiter rechte Maschen. Wie ihr seht, ziehe ich die hier nicht nach rechts, sondern die werden ganz normal abgestrickt und dadurch ergibt sich dann das etwas festere Maschenbild links und das etwas lockerere rechts. Genau, und dann können durch diesen kleinen Stückchen extra Faden können sich die dann auch ganz gut strecken über diese zwei Reihen, die anderen Maschen gearbeitet wurden. Genau, und ich werde jetzt einfach weiterarbeiten mit dem Pullover. Und zwar stricke ich die gesamte linke Seite. Und ich zeige euch danach, wie man die Seitennaht schließt. Ich habe das jetzt fertig gestrickt, diesen Teil. Ihr seht hier diese Abnahmen in der Mitte der Reihe, die diese Schulterstricke ergeben. Und wir werden jetzt am Beginn der Reihe jeweils und danach auch nochmal am Ende der Reihe Maschen abstricken. Und zwar stricken wir hier ein paar extra Reihen vom Beginn der Reihe, von dem Saum bis dort, wo die Maschen für den Ärmel stillgelegt werden. Das heißt, hier in der Mitte der Reihe werden Maschen für den Ärmel stillgelegt und dann arbeiten wir am Beginn der Reihe extra Reihen
und danach auch nochmal am Ende der Reihe die gleiche Anzahl an extra Reihen. Diese Setup-Reihe, die ich jetzt stricken werde, in der werde ich zuerst den Beginn der Reihe stricken, dann die Maschen für den Ärmel stilllegen und dann die Maschen am Ende der Reihe auch nochmal stilllegen. Wie viele Maschen man übrig hat für diesen Teil hier, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Größe ihr strickt. Und zwar kommt das darauf an, welchen Halsausschnitt ihr strickt, welche Länge vom Pullover ihr strickt und auch welchen Umfang ihr strickt. Je nachdem werdet ihr hier eine unterschiedliche Maschenanzahl haben. Die genaue Zahl findet ihr in einer Tabelle im Strickmuster und dort findet ihr auch die genaue Anzahl für diese extra Reihen an der Seiten und natürlich auch, wie viele Ärmelmaschen ihr stilllegen müsst. Ich stricke jetzt erstmal in meiner Setup-Reihe den Saum ab und danach stricke ich rechte Maschen bis zu meinen Ärmelmaschen. Je nachdem, wie im Strickmuster steht, wie viele Maschen ihr abstricken müsst, macht ihr das bitte. Für meinen klitzekleinen Pullover reichen mir 16 Ärmelmaschen. Das heißt, ich stricke hier, bis ich 8 Maschen vor dem Marker erreicht habe. Also ich habe jetzt hier die 8 Maschen vor dem Marker und danach lege ich die 8 Maschen vor dem Marker und die 8 Maschen nach dem Marker still. Und zwar fädel ich die mit einer Stopfnadel auf einen Wollrest auf. Ihr könnt auch eine zusätzliche Rundstricknadel verwenden oder die auch irgendwie sonst stilllegen. Ich nehme wieder meinen Wollrest und fädel die gleiche Anzahl an Maschen vor dem Maschenmarkierer und nach dem Maschenmarkierer auf meinen Wollrest auf und lege sie so still. Den Maschenmarkierer dazwischen, den könnt ihr drinnen lassen oder rausgeben. Den braucht man später eigentlich nicht mehr. Also wie gesagt, für mich sind das jetzt hier 8 Reihen davor und 8 Maschen davor und danach, aber für euren richtigen Ärmel, für einen Pullover in Menschengröße braucht ihr natürlich eine andere Anzahl an Maschen. Ihr könnt ihr auch einen anderen Ärmelumfang zu eurem Körperumfang dazu kombinieren. Und was ihr hier seht, ist die der Mittelreihe haben wir die Ärmelmasche stillgelegt. Ich schneide jetzt nochmal ein Fadenende ab, damit da nicht so viel herumfliegt von dem Wollrest. Und danach lege ich jetzt auch nochmal die Maschen vom Ende der Reihe still. Die brauchen wir erst später für diese extra Reihen und ich arbeite jetzt nur mit den Maschen dieser rechten Nadel hier weiter. Und zum Stilllegen schiebe ich die einfach auf das Nadelseil und dann sind sie danach gleich wieder da, wenn ich sie brauche und jetzt aber aus dem Weg. Danach drehe ich um, dass ich mit einer Rückseite weiterarbeiten kann und arbeite hier jetzt meine extra Reihen. Einfach im Muster wie zuvor mit glatt rechts bis zum Marker und dann diese Hebemaschen für diesen doppelten Saum. Je nachdem, welche Größe ihr strickt, sind die Anzahl dieser extra Reihen ist unterschiedlich. Entweder 5 oder 7 extra Reihen insgesamt mit dieser Setup-Reihe. Dafür stricke ich, wie gesagt, immer diese Saummaschen und danach in glatt rechts. Und dann wird einfach gewendet und auf der Rückseite weitergearbeitet. Die letzte Reihe dieser Extra-Reihen ist eine Hinreihe. Und zwar wird danach einfach der Faden abgeschnitten, wenn ihr mit den Reihen fertig seid. Und dann schiebt ihr die Maschen dieser extra Reihen am Beginn der Reihe einfach auf das Nadelseil zurück. Und dann wird mit diesen extra Reihen am Ende der Reihe weitergearbeitet. Das heißt, diese Maschen, die nach dem Ärmelmaschen übrig geblieben sind, in dieser ersten Setup-Reihe, die schiebe ich jetzt zurück auf meine linke Nadel. Und dann arbeite ich die gleiche Anzahl an diesen extra Reihen hier am Ende der Reihe weiter. Ich beginne und ende hier auch wieder mit einer rechten Reihe. Danach schneide ich den Faden wieder ab.
Und danach hebe ich die Maschen, die ich gerade gestrickt habe, von diesen extra Reihen am Ende der Reihe, hebe ich alle zurück auf meine linke Nadel. Den Maschenmarkierer lasse ich drinnen. Und zwar machen wir das jetzt, weil wir jetzt den Saum dieses Seitennaht schließen. Und damit beginnen wir in der Mitte der Reihe, dort wo die Ärmelmaschen stillgelegt sind. Und dafür müssen meine Stricknadeln beide Spitzen zur Mitte der Reihe hin zeigen, zu diesen Ärmelmaschen. Und deshalb fädel ich jetzt die Maschen, die hier noch stillgelegt sind, am Beginn der Reihe, auch wieder zurück, schiebe ich die wieder zurück auf die Nadel. Und jetzt werden die Maschen bis zum Maschenmarkierer mit drei Nadeln abgekettet. Dafür falte ich den Pullover jetzt so, dass die rechten Seiten zueinander zeigen und die linken Seiten nach außen, also die Rückreihen nach außen, und halte beide Nadeln parallel zueinander in meiner linken Hand. Und die Maschen bis zum Maschenmarkierer werden jetzt mit drei Nadeln abgekettet. Genau, die beiden Maschen, Nadelspitzen zeigen hier zu den Ärmelmaschen hin, die Rückreihen nach außen, und mit meiner dritten Nadel kette ich die jetzt ab. Und zwar werden dafür jeweils eine Masche der vorderen Nadel und eine Masche der hinteren Nadel zusammengestrickt, rechts zusammengestrickt. Also zwei rechts zusammenstricken, nur eine von der vorderen Nadel nehmen und eine Masche von der hinteren Nadel. Und wenn man zwei so abgestrickt hat, kann man dann die erste drüber ziehen und von der Nadel ziehen. Also wieder eine von der vorderen Nadel mit einer von der hinteren Nadel rechts zusammenstricken und dann die erste Masche über die zweite ziehen zum Abketten. So werden wird der Seitensaum hier entlang des Hauptteils des Pullovers geschlossen. Also ich arbeite jetzt so weiter, bis ich die Maschenmarkierer auf beiden Nadeln erreiche. Je nachdem, welche Größe ihr habt, werden das mehr oder weniger sein. Je länger der Pullover ist, desto mehr Maschen werdet ihr so abketten. Wenn ich von meinem Abketten mit drei Nadeln nur mehr diese eine Masche auf der rechten Nadel übrig habe, dann ist es Zeit, den Arbeitsfaden abzuschneiden. Und zwar belasse ich da ein langes Fadenende, denn die restlichen Maschen werden mit dem Maschenstich zusammengenäht. Und dafür brauche ich ein Fadenende, das lang genug ist, besser zu lang als zu kurz, so 50 bis 60 cm wären ideal. Genau, und das Fadenende, das verwende ich, wie gesagt, später zum Verbinden dieser Doppelstricksäume. Und zuvor muss ich aber diese letzte Masche auf meiner rechten Nadel sichern. Und zwar ziehe ich einfach das Fadenende durch die letzte Masche und ziehe am Faden, und dann ist auch die letzte Masche hier gesichert. Und dann kann ich erstmal diese dritte Nadel weglegen, die brauchen wir gleich noch. Und die Maschenmarkierer kann ich auch nochmal weglegen. Und bevor wir jetzt die Maschen dieses Doppelstricksaums mit diesem Maschenstich verbinden können. Und zwar wollen wir hier jeweils die Maschen, der vorderen Seite dieses Doppelstricksaums mit den vorderen Maschen der anderen Seite zusammennähen und die Rückseiten ebenfalls. Und dafür müssen wir zuerst diese Reihenfolge der Maschen wieder ändern und zurückbringen in dieser Reihenfolge, die sie war, gleich nach dem Anschlagen. Das heißt, wir müssen hier wieder die Reihenfolge der Maschen ändern, damit wir das dann nachher in der richtigen Konfiguration zusammenbringen. Und die sollten dann wieder so in einer Lage, noch nicht in dieser doppelten Lage, auf den Nadeln sein, damit wir sie mit dem Maschenstich verbinden können. Und dafür
beginne ich zuerst mal mit den Nadeln, mit den Maschen der vorderen Nadel. Und die Maschen der hinteren Nadel, die schiebe ich erstmal auf das Nadelseil und um die kümmere ich mich später. Nur mal mit den Maschen dieser vorderen Nadel, die werden jetzt wieder auf zwei Stricknadeln gehoben, damit die nachher nicht in dieser Doppellage hier auf der Nadel sind, wie sie jetzt sind, sondern in einer Richtung, sodass die alle rechten Maschen in die gleiche Richtung zeigen. Und zwar halte ich dafür die Nadel, die rechte Nadel und die dritte Nadel, also die Nadel des Nadelspiels, beide in meiner rechten Hand. Und zwar diese dritte Nadel vorne und die rechte Nadel hinten. Und wir heben jetzt jeweils eine Masche zuerst auf, von meiner linken Nadel zuerst eine Masche auf die hintere Nadel und dann eine Masche auf die vordere Nadel. Zuerst eine auf die hintere Nadel, eine auf die vordere Nadel. Und zwar hebe ich dann alle ab nacheinander, bis alle Maschen, alle 12 abgehoben sind und ich jeweils 6 Maschen auf der vorderen und 6 Maschen auf der hinteren rechten Nadel habe. Ihr seht hier, dass jetzt hier diese Lagen quasi wieder getrennt worden sind von diesem Doppelstricksaum. Und jetzt bringe ich die alle gemeinsam auf eine Nadel. Und zwar schiebe ich die alle oder hebe ich die alle auf diese dritte Nadel des Nadelspiels. Und zwar drehe ich die rechte Nadel der Rundstricknadel so, dass die beiden Nadelspitzen zueinander zeigen. Und dann hebe ich die 6 Maschen von der Rundstricknadel zu den 6 Maschen auf dieser dritten Nadel. Und dann sind die alle, wie ihr hier seht, mit den rechten Maschen nach außen und den linken Maschen alle nach innen auf dieser dritten Nadel und quasi nur mal in einer Lage. Und das gleiche muss ich jetzt auch nochmal machen mit den Maschen hier dieses zweiten Saumteils. Die sollten dann in der gleichen Konfiguration auf der Nadel sein. Und zwar schiebe ich die zurück auf die linke Nadel. Dabei sollte dann die Nadelspitze Richtung dieses abgeketteten Saums zeigen. Genau. Also die sollten dann in der gleichen Konfiguration sein wie hier und dafür müssen die wieder abheben. Und dafür halte ich jetzt wieder zwei Nadeln in meiner rechten Hand. Und zwar halte ich diesmal die dritte Nadel hinten. Also ich verwende wieder die gleiche Nadel, auf der schon die anderen Maschen drauf sind. Und diesmal halte ich die Nadel der Rundstricknadel, die rechte Nadel der Rundstricknadel vorne, also die dritte Nadel hinten und die Rundstricknadel vorne und hebe wieder eine zuerst auf die hintere Nadel und dann eine auf die vordere Nadel, bis wieder alle 12 Maschen dieses Doppelstricksaums abgehoben worden sind und jeweils 6 auf der vorderen und 6 auf der hinteren Nadel sind. Und dann drehe ich die Nadeln wieder so, dass die Spitzen zueinander zeigen und ich hebe dann alle Maschen auf die vordere Nadel. Das ist jetzt die Nadel der Rundstricknadel. Also so drehen, dass die Spitzen zueinander zeigen und dann die Maschen, die 6 Maschen von der dritten Nadel auf die Rundstricknadel heben, sodass dann alle 12 Maschen dieses Saums auf einer Nadel sind und in dieser einen Lage mit den rechten Maschen nach außen zeigen. Jetzt kann ich dann zusammennähen oder mit diesem Maschenstich zusammennähen. Und davor muss ich aber noch die Maschen hier von dieser dritten Nadel zur anderen Spitze schieben, damit meine beiden Nadelspitzen alle zu diesem Fadenende von dem Abketten mit drei Nadeln hin zeigen. Denn da beginnt jetzt dieser Saum mit dem Maschenstich. Im Englischen heißt er auch Kitchener Stitch. Vielleicht ist er euch mehr unter diesem Namen bekannt.
Und zwar beginnt der Kitchener Stitch, das ist eine unsichtbare Naht, mit einem Setup. Und dafür führe ich die Nadel zuerst wie zum Linksstricken durch die erste Masche auf meiner vorderen Nadel. Ach, da muss man sich nicht verheddert mit den ganzen Fadenenden. Und dann wie zum Rechtsstricken durch die erste Masche auf der hinteren Nadel. Genau, das ist jetzt erstmal das Setup und dann beginnt die Wiederholung. Und zwar steche ich mit der Stopfnadel wie zum Rechtsstricken durch die erste Masche der vorderen Nadel ein und hebe sie von der Nadel runter. Und dann nachher wie zum Linksstricken durch die nächste Masche der vorderen Nadel. Und dann ziehe ich den Faden durch. Da muss man erstmal aufpassen, dass man es nicht verheddert und an den Fadenenden hängen bleibt. Und danach ziehe ich auch den Faden nicht fest, sondern lasse ihn so ein bisschen lockerer. Und erst später, wenn ich fertig bin mit dem Saum, gehe ich nochmal drüber und korrigiere die Fadenspannung. Danach geht es weiter mit den Maschen der hinteren Nadel. Da steche ich zuerst wie zum Linksstricken durch und hebe sie von der Nadel und durch die nächste dann wie zum Rechtsstricken und ziehe den Faden durch. Und diese zwei Schritte wiederhole ich jetzt, bis alle abgekettet sind. Also durch die vordere Nadel wie zum Rechtsstricken runterziehen, wie zum Linksstricken durchziehen. Auf der hinteren Nadel wie zum Linksstricken abheben, wie zum Rechtsstricken durchziehen. Vordere Nadel wie zum Rechtsstricken abheben, wie zum Linksstricken durchziehen. Und auf der hinteren Nadel nochmal wie zum Linksstricken abheben, wie zum Rechtsstricken durchziehen. Wie man sieht, sind die Maschen hier lockerer als die übrigen Maschen dieses Saums und das werde ich dann später nochmal korrigieren, diese Fadenspannung. Aber erstmal werden noch die restlichen Maschen mit dem Maschenstich verbunden. Wenn auf jeder Nadel noch zwei Maschen übrig sind, geht sich noch eine letzte Wiederholung aus. Und wenn jeweils nur mal eine Masche übrig ist, steche ich ein wie zum Rechtsstricken und hebe die vordere Masche runter. Und dann wie zum Linksstricken durch die hintere Masche und ziehe meine Nadel durch. Jetzt ist fertig der Saum geschlossen. Ihr seht hier, dass die durch den Saum gearbeiteten Maschen lockerer sind. Hier ist die abgekannte von den Abketten mit drei Nadeln und dann hier der Maschenstich am Saum entlang. Und hier sieht man besonders, dass die Maschen hier noch zu locker sind und diese Fadenspannung, die korrigiere ich jetzt. Je lockerer das ist im Vergleich zu dem normalen Saummaschen, desto besser sieht man das sogar, wo man das korrigieren muss. Und dann schaue ich einfach, dass ich so die Fadenspannung circa gleich hinbekomme wie die Fadenspannung von den restlichen Saummaschen.
Und das mache ich vom Beginn dieses Maschenstichs, bis ich wieder zu meinem Fadenende komme. Also einmal rundherum. Und danach ist der Saum fertig geschlossen und ich kann dann noch mit dem Fadenende, falls irgendwelche Löcher irgendwo auftauchen, beim Vernähen dieses Fadenendes, kann ich dann nochmal schauen, dass da wirklich alles dicht ist und schön geschlossen. Ein letztes noch und dann kann man schon am Fadenende ziehen. Genau. Hier ist die Rückseite, hier ist die Vorderseite des Pullovers. Und ihr seht hier so in der Mitte ist ein kleines Löchchen, wo das Fadenende ist. Und wenn ich das dann den Faden vernähe, wird das dann geschlossen und da ist dann nicht mehr sichtbar. Wenn ich das nochmal schön auffalte und euch zeige, seht ihr hier die Ärmelmaschen, die wir in der Mitte der Reihe stillgelegt haben und den mehr als halbfertigen Pullover. Darum machen wir jetzt weiter auf der anderen Seite des Pullovers und trennen zuerst mal diesen provisorischen Maschenanschlag auf und stricken dann die andere Seite des Pullovers weiter. Dafür suchen wir zuerst diese Luftmaschenkette, die wir gestrickt gehäkelt haben und ziehen das Fadenende durch die letzte Masche durch. Und dann kann man einfach am Fadenende anziehen und dann trennt sich diese gehäkelte Luftmaschenkette auf. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, damit man nicht gleich alle Maschen mit auftrennt, sondern ich mache das gern einzeln, alle Maschen einzeln. Was bei diesem provisorischen Maschenanschlag passiert, ist, dass das Strickmuster so um eine halbe Masche versetzt ist. Und zwar ist dieses kleine Fadenende, das ihr hier seht, eine halbe angeschlagene Masche. Und mit der fangen wir natürlich nichts an, deshalb lege ich das einfach zur Seite. Und durch diesen Musterversatz, den seht ihr vielleicht, wenn ihr euch dieses V-Muster von diesen rechten Maschen ansieht. Die Spitze dieses Vs zeigt von der Seite, die wir gearbeitet haben, zeigt nach unten und von der Seite, die wir jetzt arbeiten, zeigt das V dann nach oben. Und zwar, weil wir jetzt natürlich in die andere Richtung weiter strecken. Das heißt, wir haben jetzt das Muster, verschiebt sich jetzt um eine halbe Masche. Das heißt, uns fällt hier am Beginn eine halbe Masche weg, wie ich euch das mit dem Fadenende gezeigt habe. Und hier am Ende fällt uns auch eine halbe Masche weg. Und damit wir diese Masche, die uns dann insgesamt fehlt, wieder wettmachen, fassen wir dann am Ende der Reihe noch eine zusätzliche Masche auf, damit wir wieder auf die gleiche Maschenanzahl kommen, die wir eigentlich ursprünglich angeschlagen haben. Und die fassen wir dann am Ende auf. Aber zuerst trennen wir vorsichtig diesen Anschlag auf. Besonders hier am Saum entlang gehe ich ganz gerne wirklich Masche für Masche. Ich steche zuerst mit der rechten Nadel in die Masche ein und ziehe dann am Fadenende von diesem Wollrest und trenne so diesen provisorischen Anschlag auf. Weil wir diesen Knick durch diesen doppelten Saum drin haben, ist hier ein bisschen vorsichtig zu arbeiten. Bei den Rest der Maschen kann man dann schon auch mal mehrere Maschen gleichzeitig auftrennen und danach alle miteinander auffädeln. Da muss man dann nicht mehr so genau aufpassen, aber hier, weil da dieser Knick drin ist, etwas vorsichtiger und langsamer arbeiten. Wenn man dann am Ende der Reihe angekommen ist und die letzten Maschen auffädelt, hier ist wieder diese halbe Masche bei diesem Fadenende, die uns da verloren geht und deshalb fassen wir hier jetzt am Ende dann noch eine zusätzliche Masche auf. Und dafür hebe ich einfach diesen Faden, der dazwischen Maschen verläuft, verkreuzt den ein bisschen und hebt ihn auf meine Nadel. Der ist dann überhaupt nicht sichtbar, weil der dann am Saumende verläuft. Das heißt, man sieht das nicht, wie genau das ist. Man muss einfach eine zusätzliche Masche auf die Nadel bekommen. Hier wird natürlich jetzt wieder der Saum gefalten, das heißt die Maschen für den Saum werden jetzt wieder in die richtige Konfiguration gebracht, so wie wir das nach dem Anschlagen gemacht haben.
Und zwar hebe ich dafür wieder zuerst die ersten 6 Maschen der Reihe auf meine dritte Nadel, die Nadel von dem Nadelspiel, und falte sie diesmal nach hinten. Und zwar ist das deshalb, weil wir dieses Setup jetzt in der Hinreihe machen. Und wir wollen diesmal diese dritte Nadel hinten und die rechten Maschen auf beiden Seiten nach außen. Und jetzt wird die andere Seite des Pullovers mit der Kontrastfarbe weitergearbeitet. Wir verfahren aber genau wie beim anderen Seite des Pullovers und heben zuerst eine Masche der hinteren Nadel links ab und stricken dann eine Masche der vorderen Nadel rechts ab. Dann weiter eine Masche von der hinteren Nadel links abheben mit dem Faden vor der Nadel, vor der Arbeit. Und dieses Fadenende hier, das kümmern wir uns erstmal nicht, das wird dann nachher beim Vernähen der Fäden einfach versteckt. Genau, also wir arbeiten weiter, eine links abheben mit Faden vor der Arbeit, eine rechts abstricken, bis keine Maschen mehr auf der hinteren Nadel drauf sind. Das heißt, die letzte Wiederholung hieß, ich hebe hier diese zusätzlich angeschlagene Masche ab und dann stricke ich nochmal eine Masche von der vorderen Nadel ab. Dann habe ich hier 12 Maschen auf meiner rechten Nadel und das sind wieder meine 12 Saummaschen. Und danach kann ich die dritte Nadel weglegen und meinen Maschenmarkierer setzen, der den Übergang vom Saum zum Hauptteil markiert. In dieser Setup-Reihe passieren auch schon Abnahmen für die Schulterschräge und wir setzen auch diesen Maschenmarkierer, der in der Mitte der Reihe diese Mitte der Schulter markiert, wie viele Maschen ihr da strecken müsst, bis ihr hier zu dieser Mittelmasche kommt oder zu dieser ersten Abnahme. Das findet ihr im Strickmuster. Aber wenn ihr die Reihe hier fertig strickt bis zu den letzten 12 Maschen, dann setzen wir wieder einen Maschenmarkierer und dann falten wir hier den Saum wieder in die andere Richtung. Und zwar wieder zuerst diese letzten 12 Maschen auf die rechte Nadel heben und danach die letzten 6 Maschen der Reihe auf unsere dritte Nadel zurückheben. Und die nächsten 6 Maschen, also alle wieder bis zum Maschenmarkierer, die heben wir zurück auf die linke Nadel der Rundstricknadel. Und danach falten wir die Maschen wieder so, dass die Maschen dieser dritten Nadel parallel ist zu den Maschen auf der anderen linken Nadel und dass die rechten Maschen nach außen zeigen. Und dafür müssen wir dann wieder die Nadel durchschieben, damit die Spitze wieder in die andere Richtung zeigt und wir wieder hier weiterarbeiten können. Und so arbeiten wir wieder weiter, indem wir eine Masche von der hinteren Nadel links abheben mit dem Faden vor der Arbeit und eine von der vorderen Nadel abstricken. Und so arbeiten wir dann wieder weiter, bis wir alle Maschen entweder abgehoben oder abgestrickt sind und alle auf der rechten Nadel gelandet sind. Nach dieser ersten Reihe hier, dieser Setup-Reihe mit unserer Kontrastfarbe, arbeiten wir jetzt die andere Seite des Pullovers, genau wie auf der anderen Seite, mit diesen Schulterabnahmen für diese Schulterschräge in der Mitte der Reihe. Und das Ganze sollte natürlich dann genauso lang sein wie auf der anderen Seite auch. Und danach arbeiten wir wieder diese extra Reihen auf der Seite und dann ketten wir wieder mit 3 Nadeln ab und schließen den restlichen Saum mit dem Maschenstich. Jetzt werden wieder an den Seiten diese extra Reihen gearbeitet und zwar zuerst am Beginn der Reihe, das ist diesmal die Rückseite des Pullovers und danach werden die Ärmelmaschen und zwar die gleiche Anzahl an Ärmelmaschen wie auf der anderen Seite stillgelegt. Und dann arbeite ich nochmal diese extra Reihen am Ende der Reihe
Und das ist jetzt meine Vorderseite. Aber zuerst werden im Setup eben die Ärmelmaschen stillgelegt. Ich arbeite wieder dieses Doppelstrickbündchen, den Saum, und dann arbeite ich mit rechten Maschen bis zu den Ärmelmaschen. Wie gesagt, das sollte die gleiche Anzahl sein wie auf der anderen Seite und ihr findet die richtige Maschenzahl im Strickmuster. Bei mir sind es jeweils 8 Maschen vor und nach dem Maschenmarkierer und den Maschenmarkierer dazwischen, den kann ich einfach entfernen. Ich lege die Maschen also auf meinem Wollrest still. Und danach schiebe ich die Maschen, die jetzt am Ende der Reihe übrig geblieben sind, einfach auf das Nadelseil, damit ich die später wieder habe zum Weiterarbeiten, aber sie mir aus dem Weg sind. Und dann arbeite ich diese extra Reihen am Beginn der Reihe. Die extra Reihen enden wieder mit einer Hinreihe und danach schneide ich wieder meinen Arbeitsfaden ab. Und zwar endet es hier bei den Ärmelmaschen. Den Arbeitsfaden schneide ich ab und dann schiebe ich die Maschen von diesen extra Reihen am Beginn der Reihe auf das Nadelseil zum Stilllegen und die Maschen, die am Ende der Reihe übrig geblieben sind, schiebe ich wieder zurück zur linken Nadel und arbeite dann wieder diese extra Reihen, beginne mit einer Hinreihe und auch enden mit einer Hinreihe wieder weiter. Danach schneide ich den Faden wieder ab und hebe die Maschen, die ich gerade gearbeitet habe, vom Ende der Reihe wieder zurück auf die linke Nadel. Und das mache ich deshalb, damit beide meine Nadelspitzen hin zu den Ärmelmaschen zeigen. Ich fädel zuerst die Nadel wieder durch die extra Reihenmaschen am Beginn und dann seht ihr, dass beide Nadelspitzen hin zur Mitte der Reihe zeigen und dann falte ich den Pullover so, dass die rechten Seiten nach innen zeigen und die linken Seiten nach außen und ich halte beide meine Nadeln parallel zueinander in der linken Hand. Und jetzt geht es weiter mit dem Abketten mit 3 Nadeln von den Maschen des Hauptteils des Pullovers. Das heißt, wir ketten jetzt alle Maschen wieder bis zu den Maschenmarkierern mit 3 Nadeln ab. Dafür halte ich wieder die dritte Nadel in meiner rechten Hand und stricke jeweils eine Masche der vorderen Nadel mit einer Masche der hinteren Nadel rechts zusammen. Das wiederhole ich nochmal, eine vordere Masche mit einer hinteren Masche rechts zusammenstricken und dann die erste über die zweite Masche ziehen und runter von der Nadel zum Abketten. Und so arbeite ich, bis ich alle Maschen bis zu den Maschenmarkierern abgekettet habe. Und nur mehr die eine Masche auf der rechten Nadel übrig ist. Danach kann ich die Maschenmarkierer entfernen und dann lege ich erstmal alles sicher nieder, schiebe die Maschen ein bisschen mehr zur Mitte der Nadeln, denn jetzt schneide ich wieder den Arbeitsfaden ab und belasse diesmal ein bisschen ein längeres Fadenende. Letztes Mal war es ein bisschen knapp. Genau, also 50 bis 60 cm geht sich es auf jeden Fall aus und dann fädel ich wieder das Fadenende durch meine Stopfnadel und ziehe es durch diese letzte Masche auf der rechten Nadel, damit wir die auch noch gesichert haben.
und die auch fertig abgekettet ist. Die dritte Nadel brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr, aber gleich noch wieder. Genau, also festziehen und dann ist hier dieses fertig abgekettet. Und hier müssen wir wieder zuerst die Reihenfolge der Maschen ändern, damit wir wieder die Vorderseite dieses Saums mit der Vorderseite des anderen Saums verbinden können und wir wieder diese Saummaschen in einer Lage, nicht in dieser doppelten Lage haben. Genau, also dafür schiebe ich wieder zuerst die Maschen von dieser hinteren Nadel auf das Nadelseil. Und arbeite jetzt zuerst mit den Maschen wieder der vorderen Nadel und die bringe ich wieder dann in diese richtige Konfiguration, die wir brauchen zum Abketten. Dafür habe ich wieder die zwei Nadeln in der rechten Hand, und zwar die rechte Nadel der Rundstricknadel hinten und die dritte Nadel des Nadelspiels vorne. Und dann hebe ich wieder eine zuerst auf die hintere Nadel, eine Masche, und dann die nächste Masche auf die vordere Nadel, wie zum links abstricken. Und wenn alle 12 Maschen abgehoben sind und jeweils 6 Maschen auf der vorderen und auf der hinteren Nadel sind, dann kann ich die Maschen so drehen, die Nadeln so drehen, dass sie Spitzen zueinander zeigen, und dann hebe ich die 6 Maschen alle von der Rundstricknadel auf die dritte Nadel. Dann sind sie wieder hier in dieser einen Lage mit den rechten Maschen innen, außen und den linken Maschen innen. Und dann kann ich das gleiche nochmal machen mit dem zweiten Saum. Da schiebe ich zuerst die Maschen zurück auf die Rundstricknadel, sodass die Nadelspitze hier zum Ende des abgeketteten mit 3 Nadelsaums zeigt. Und dann wieder mit den 2 Nadeln in der rechten Hand und diesmal mit der dritten Nadel hinten und der Nadel des Nadelspiels mit der Rundstricknadel vorne. Wieder zuerst eine Masche auf die hintere und dann eine Masche auf die rechte Nadel heben. Bis wieder alle 12 Maschen abgehoben sind und jeweils 6 auf der vorderen und 6 Maschen auf der hinteren Nadel sind. Dann drehe ich wieder die Nadeln so, dass die Spitzen zueinander zeigen, und hebe die 6 Maschen von der dritten Nadel zur den anderen 6 Maschen, die auf der Rundstricknadel sind, und dann sind wieder alle meine Saumaschen in einer Lage mit den rechten Maschen nach außen und bereit zum Abketten, mit zum Zusammennähen mit dem Maschenstich. Diesmal zeige ich euch, wie man das macht, wenn man das auf der rechten Seite macht. Also man kann das zusammennähen mit der Hinreihe Vorderseite nach außen oder mit der Rückreihe. Das macht in diesem Fall keinen Unterschied, weil unser Saum ja durchgehend ist. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass beim oder vorm Vernähen wirklich die rechten Maschen nach außen zeigen und die linken Maschen nach innen. Und was ihr hier seht, ist, dass ich diese eine Nadel verdreht herum gehalten habe. Genau, also wenn ihr hier seht, ist die vordere Nadel verdreht und die muss noch umgedreht werden. Und dann muss ich die Maschen noch ans andere Ende der Nadel schieben. Das heißt, ich drehe die Maschen jetzt so um, dass die rechten Maschen nach außen zeigen und diese linken Maschen, die müssen zueinander zeigen zu den anderen linken Maschen des Saums. Genau, und so kann ich natürlich nicht arbeiten. Das heißt, ich muss jetzt zuerst die Nadel durchziehen, damit ich zur Nadelspitze auf der anderen Seite komme. Also man kann das, wie gesagt, auf der Hinseite machen oder auf der Rückseite. Man muss nur aufpassen, dass die rechten Maschen auf beiden Seiten nach außen zeigen. Und dann arbeite ich wieder den Maschenstich, den Kitchener Stitch, und wieder zuerst mit dem Setup. Und zwar gehe ich dann mit meiner Stopfnadel zuerst wie zum links stricken durch die erste Masche der vorderen Nadel und ziehe den Faden durch. Und
Am Beginn verheddert sich das so ein bisschen gerne mit den ganzen Fadenenden, aber das gibt sich gleich wieder. Genau, und der zweite Setup-Schritt ist nochmal, dass ich durch die erste Masche der hinteren Nadel wie zum Rechtsstricken einsteche und auch den Faden wieder durchziehe. Und danach ist wieder die Wiederholung durch die erste Masche der vorderen Nadeln wie zum Rechtsstricken einstechen und abheben und durch die zweite Masche wie zum Linksstricken und durchziehen. Durch die erste Masche der hinteren Nadeln wie zum Linksstricken einstechen und abheben und durch die zweite wie zum Rechtsstricken und durchziehen. Und diese Schritte wiederhole ich jetzt. Durch die erste Masche wie zum Rechtsstricken, durch Abheben, durch die zweite wie zum Linksstricken und durchziehen. Und auf der hinteren Nadel wie zum Linksstricken abheben, wie zum Rechtsstricken durchziehen. Und wie gesagt, wiederhole ich das jetzt, bis ich wieder bei den letzten zwei Maschen angelangt bin. Und dann kann ich meinen Zaum hier auch wieder beenden. Das Fadenende hier ist vom Setup, aber das stört mich jetzt im Moment noch nicht. Das lasse ich jetzt einfach hier vorne hängen und das wird dann später beim Vernähen der Enden versteckt. Und zwar mache ich das hier ganz gerne, indem ich den Verlauf des Fadens nachahme. Duplicate Stitch heißt das im Englischen. Aber erstmal die restlichen Maschen mit dem Maschenstich verbinden. Wenn ich bei den letzten zwei Maschen wieder angelangt bin, kann ich dann nochmal eine letzte Wiederholung machen. Und bei nur mehr eine Masche auf jeder Nadel ist, dann ziehe ich den Faden durch die vordere Nadel, Masche auf der vorderen Nadel wie zum Rechtsstricken und hebe sie ab. Und dann wie zum Linksstricken durch die Masche der hinteren Nadel und hebe die auch ab von der Nadel und ziehe den Faden durch. Danach ist mein Saum fertig geschlossen und wie ihr hier wieder seht, ist wieder diese lockere Reihe hier von diesem Saum und da werde ich dann auch nochmal drüber gehen und die Fadenspannung korrigieren. Hier gehe ich auch wieder vom Beginn dieses Maschenstichsaums bis zum Fadenende hin und ziehe es so ein bisschen fester und schaue, dass ich die Fadenspannung circa so hinbekomme, wie beim restlichen Saum das auch ist. Einmal ringsherum. Und somit ist dann der Saum fertig geschlossen. Mit dem Fadenende kann ich dann natürlich wieder das Löchlein schließen. Wenn ich den Pullover jetzt auffalte, seht ihr, der Hauptteil ist eigentlich schon geschafft. Wir haben die Seitennähte geschlossen, aber es fehlen natürlich noch die Ärmel, die hier jeweils angestrickt werden. Und zwar stricke ich dafür mit diesen stillgelegten Maschen und zusätzlich fasse ich dann noch aus diesen extra Reihen, die wir gearbeitet haben, Maschen auf. Und zwar beginnt meine Reihe hier in der Mitte, wo der Saum auch verläuft und dann fasse ich ein paar Maschen hier von der letzten Masche hier auf. Und dann arbeite ich die stillgelegten Ärmelmaschen und danach fasse ich nochmal die gleiche Anzahl an Maschen hier auf, bis wie ich wieder zu diesem Saum in der Mitte komme. Und da verläuft dann mein Beginn und Ende der Reihe. Und so arbeite ich dann mit Abnahmen hier am Beginn und der Ende der Reihe und verschmälere so meinen Ärmel. Danach wird das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite gemacht und danach wird dann noch als letzten Schritt hier die Halsausschnitt ergänzt. Hier werden auch wieder Maschen aufgefasst und danach im
verschränkten Rippenmuster gearbeitet ringsherum und so ein schöner Halsausschnitt fertiggestellt. Aber da bin ich mir ganz sicher, das schafft ihr auch ohne mich. Hier seht ihr die Maschenprobe vom Hauptteil und von dem Saum, ist ganz schön unterschiedlich. Die Maschen sind ja wesentlich lockerer als die Maschen des Hauptteils. Und das ist auch wichtig so, damit sich die auch wirklich schön dehnen können. Also ihr seht, wenn das jetzt so noch nicht gespannt ist, zieht das ja noch innen. Aber beim Aufspannen des Pullovers am Schluss kann man das dann ein bisschen anziehen und ein bisschen verbreitern. Aber das soll natürlich schon so ein bisschen nach innen sich ziehen. Und es ist wirklich ein ganz schöner Abschluss für den Pullover, ein ganz sauberer. Und ja, ich hoffe, ihr seid bereit und habt viel Spaß beim Stricken des Short Story Pullovers und genießt diese einzigartige Konstruktion genauso wie ich. Viel Spaß beim Stricken!